Ja, was mich begeistert am neuen Format von ACTS ist die Zusammenarbeit mit diesen vielen verschiedenen Gemeinden und Vereinen, die hier zusammenkommen. Ich persönlich träume schon lange von dieser Zusammenarbeit von verschiedenen Gemeinden, dass man miteinander etwas macht, weil ich einfach sehe und auch glaube, dass in dem einfach eine Riesenkraft liegt. Nämlich die Ergänzungsbedürftigkeit, die wir ja sind als Liebe Jesu. Und ich glaube auch, dass wir Leiter, die das ACTS leiten werden, schon nur miteinander, aneinander werden wachsen, einander werden inspirieren und einander so werden gut tun. Und wie viel mehr wird es auch die Leute segnen, die in die Show werden kommen, weil sie einfach die verschiedensten Leiter werden haben, die verschiedene Prägungen haben, verschiedene Hintergründe haben, vielleicht auch verschiedene Ansichten zum Teil haben. Und dass wir gleich einander sehen, als das Gesamte, als der Liebe Jesu. Und einander so können inspirieren und die Leute so auch können zum Mündigen, ja, ich wünsche mir, zum Mündigen Christen können machen, wo sehen, sie sind ein wichtiger Teil in diesem Reich Gottes. Aber das Reich Gottes ist grösser als vielleicht das, was sie besitzen, sie drinnen waren. Und ich wünsche mir und träume davon, dass wir alle von dem können profitieren, dass wir das ACTS jetzt so gross, sage ich mal, und so breit auffahren. Das ist mein Wunsch und ich träume davon, dass das Grosses darf bewirken.